Das Unternehmen wacht am Rhein. Die Ardennenoffensive war die letzte deutsche Offensive an der Westfront. Adolf Hitler plante dabei, die Truppen aus dem Raum zwischen Aachen und Luxemburg durch die Ardennen bis an die Kanalküste zu führen und danach die feindlichen Kräfte nördlich der Linie Bastogne-Brüssel-Antwerpen zu vernichten, sowie Antwerpen als Nachschubhafen der Alliierten auszuschalten. In einer letzten Kraftanstrengung unter Ausnutzung sämtlicher Reserven wollte Hitler mit einem Stoßkeil durch die amerikanischen Linien durchbrechen und nach Überquerung der Maas Brüssel und Antwerpen einnehmen, wo der alliierte Nachschub abgewickelt wurde. Das Ziel war der feindliche Hauptversorgungspark im Hafen von Antwerpen. Mit dem Vorstoß sollte mit aller noch vorhandener Kraft ein Keil in die alliierten Verbände getrieben und mit der vordersten Spitze ein Brückenkopf über die Maas gebildet werden, um an die dortigen Treibstofflager und Brücken zu gelangen. Durch Trennung der britischen und amerikanischen Truppen sollte zudem ein Friedensschluss doch noch möglich gemacht werden. Zwischen Walerscheid und Echternach ließ Hitler im November und Dezember unter strikter Geheimhaltung drei Armeen mit 20 Divisionen aufmarschieren. Über 200.000 deutsche Soldaten, die sich in den vorangegangenen Wochen im Schutz der bewaldeten Eifel gesammelt hatten, gingen am 16. Dezember 1944 unter dem Decknamen Unternehmen Wacht am Rhein auf einer Frontlinie von 120 Kilometern zur Offensive auf die Ardennen vor. Damit begann die deutsche Armee ihren alles auf eine Karte setzenden letzten Versuch, die alliierten Armeen in Westeuropa aufzuhalten. Sie beginnt vor dem Morgengrauen des 16. Dezember 1944. Unterstützt von Nebelwerfern, Artillerie und V1-Geschossen griffen 13 Infanterie und 7 Panzerdivisionen gegen die alliierten Stellungen auf einer Frontlinie von 100 Kilometern an. Deutlich ist, dass die Stärke der ausgebluteten deutschen Verbände sich genauso schnell abbaut, wie die Stärke des Feindes zunimmt, der aus der Etappe Unmengen an Männern, aber vor allem Material aus scheinbar unerschöpflichen Vorräten an die Kriegsfront heranführt. Munition und Treibstoff hatte er ohne jede Knappheit zur Verfügung. Während deutsche Lanzer jeden Schuss zählen mussten und ganze Jagdflieger- und Schlachtfliegerstaffeln am Boden liegen blieben, weil ihre Maschinen nicht aufgetankt werden konnten. Nach etwa 7 Wochen Ruhe und kompletter Auffrischung wurde die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler am 13. Dezember 1944 für die bevorstehende Ardennenoffensive in dem Raum Blankenheim-Thondorf verlegt. Die Hoffnung war, aufgrund des schlechten Wetters die gegnerische Luftüberlegenheit auszuschalten und die feindlichen Treibstofflager zu erreichen, da die Kampfgruppe Piper nur für rund 60 Kilometer Treibstoff hatte. Die Spitzen bildeten Teile der 1. SS-Panzerdivision. Diese hatte eine Zeitvorgabe von nur 2 Tagen, um ihr Ziel zu erreichen. Noch vor dem Überschreiten der Frontlinie war jedoch klar, dass die Spitze der Angriffswege nicht eingehalten werden konnte und diese mit mehr Treibstoff als vorhanden verbrauchen würde. Ab dem 16. Dezember begannen die Kämpfe der 1. SS-Panzerdivision. Die Division wurde in 4 Kampfgruppen aufgeteilt. Kampfgruppe Piper, Kampfgruppe Hansen, Kampfgruppe Knittel und Kampfgruppe Sandig. Die Kampfgruppe Piper hatte zum Angriffsbeginn eine Sollstärke von ca. 3000 Mann und ca. 100 Panzerkampfwagen. Davon 45 Tiger II Königstiger der schweren SS-Panzerabteilung 501, ca. 30 Panther der 1. und 2. Kompanie und ca. 30 Panzer 4J der 6. und 7. Kompanie des S-Panzerregiment 1. Sowie ca. 100 SPWs verschiedener Ausführungen des 3. gepanzerten Bataillons des SS Panzergrenadierregiment 2 sowie Artillerie, Flak, Sanitäts-, Stab- und Versorgungsfahrzeuge. Joachim Piper ist auch der reguläre Kommandeur des S-Panzerregiment 1. In der Kampfgruppe von Piper nimmt jedoch nur die 1. Abteilung und der SS-Sturmbannführer Werner Pöschke mit der 1., 2., 6. und 7. Kompanie des S-Panzerregiment 1 teil. Die 2. Abteilung und der SS-Sturmbannführer Paul Guhl mit der 3., 4., 5., 8. Kompanie bleibt ohne Panzer im Raum Raden-Lübecke zurück und nimmt daher nicht an den Kampfhandlungen der Ardennen-Offensive teil. Direkt vor der Kampfgruppe Piper ist die 12. Volksgrenadierdivision unter Generalleutnant Gerd Engel eingesetzt, um die Front in den ersten Stunden des Angriffes aufzubrechen. Dann soll die Panzergruppe Piper schnellstmöglich bis zum Maas bei Hoy oder Lüttich vorstoßen, um die dortigen Brücken zu nehmen. Außerdem musste vorher eine Brücke über den Fluss Amel überquert werden. Von dort aus sollte der Hafen von Antwerpen zurückerobert werden. Ohne den Hafen hätten die Alliierten nicht die Nachschubmengen anlanden können, die sie für ihren weiteren Vormarsch brauchten.
Um dieses Ziel zu erreichen, musste Piper unterwegs Treibstofflager der Amerikaner erbeuten. Piper waren nur zwei Treibstofflager der Alliierten bekannt. Ein kleines Treibstoffdepot in Büllingen und ein großes in Stavelot. Was er nicht wusste, ein noch größeres Treibstofflager mit 11 Millionen Gallonen war in Frankoschems. Zitat vom Tagesbefehl des Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, zu Beginn der Ardennenoffensive am 16. Dezember 1944. Soldaten der Westfront, eure große Stunde hat geschlagen. Starke Angriffsarmeen sind heute gegen die Angloamerikaner angetreten. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Ihr fühlt es alle. Es geht ums Ganze. Tragt in euch die heilige Verpflichtung, alles zu geben und Übermenschliches zu leisten. Zitat vom Tagesbefehl des Oberbefehlshaber der 6. Panzerarmee, SS-Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, am 16. Dezember 1944. Soldaten der 6. Panzerarmee, wir stehen vor einer der größten Entscheidungen des Krieges. Der Führer hat uns an einer besonders wichtigen Stelle eingesetzt. Wir haben den Auftrag, ohne nach rechts und links... Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden erreicht. Im Zuge des Vorstoßes kam es auch zum Unternehmen Greif durch Otto Skorzenys Panzerbrigade 150, das feindliche Treibstofflager und Brücken vor der Sprengung bewahren und erbeuten sollte. Skorzenys Truppen konnten dieses Ziel jedoch nicht erreichen. Nach schnellem Vorstoß der deutschen Truppen riss außerdem die Wolkendecke wieder auf und die Alliierten spielten ihre Luftüberlegenheit aus. Das wichtige Treibstofflager bei Stavelot, das es zu erreichen galt, konnte vom Gegner vernichtet werden. Mehr als 7 Millionen Liter Benzin wurden kurz vor der Ankunft der Kampfgruppe Piper in Brand gesetzt. Das hatte zur Folge, dass die Panzer letztendlich lange vor und weit ab vom eigentlichen Ziel liegen blieben. Durch diese Unbeweglichkeit wurde das Groß der Kampfgruppe Piper in La Gleize eingekesselt. Das Unternehmen Wacht am Rhein war damit gescheitert. Die Panzerbesatzung verließen daraufhin ihre stehengebliebenen Fahrzeuge, sprengten diese und schlossen sich der Infanterie an. Die Reste der Kampfgruppe Piper, ca. 700 Mann, brach am 24. Dezember, 2 Uhr morgens, zu Fuß aus, unter Zurücklassung von den Schwerverwundeten und den US-Kriegsgefangenen. Sie konnten von den Alliierten nicht aufgespürt werden. Nach einem Gewaltmarsch von 36 Stunden erreichten sie die eigenen Frontlinien. Anfang Januar zogen sich auch die restlichen deutschen Truppen in die Ausgangsstellung zurück. Die Ardennenoffensive, das Unternehmen Wacht am Rhein, war damit erfolglos beendet.